Und wir brauchen dafür die Fireflies. Dafür gibt es eine Fangvorrichtung. Wo war das? Was haben wir hier? Eine Vogelfalle. So eine Art Schlafsack, mit dem man durch die Nacht schlafen kann. Oh, das klingt praktisch. Ein Zelt, das deinen Skin ändert. Okay. Also Skin ist ja normalerweise, wie die Figur aussieht. Das bringt jetzt nicht allzu viel, aber klingt interessant. Den Locksuit haben wir schon. Die B-Box. Ja, auf Bienen bin ich auch einmal gestoßen. Die sind recht irritierend, weil sie sich manchmal einfach so auf den Boden legen, als wenn sie schlafen würden. Ich dachte, die wären tot. Da bin ich hingelaufen, um sie aufzuheben und zack, haben die mich angegriffen. Ja. Und ein Schweinehaus. Okay. Na gut, wir wollten jetzt los und Holz hacken. Für die Kiste endlich. Auch wenn wir anscheinend die Kiste gar nicht wirklich... Oh, kaputt. Die Kiste gar nicht wirklich brauchen, denn die Sachen bleiben ja alle auf dem Boden liegen. Oh ja, das werden wir spätestens heute Abend rausbekommen. Wenn dann die Hälfte der Sachen weg ist. Zumindest der essbaren Sachen. So, Holz. Pinecones kommen auch alle mit. Du, so. Was können wir noch machen? Die Büsche könnten wir näher ans Basislager bringen. Aber ist nicht ganz so wichtig. Und da fällt mir auf, wir können gar nicht genug Stein bekommen für das zweite Basislager. Weil auf der Insel gar kein Stein mehr ist. Das ist jetzt natürlich doof. Na gut, dann bauen wir halt ein kleineres Lagerfeuer, gucken uns auf der zweiten Insel erstmal um und bauen dann ein richtiges. Am besten auch gleich zum Übergang zur nächsten Insel, wenn das dann wieder genauso aufgebaut ist wie unsere erste Welt. So, mehr Holz. Chop, 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 chop. Und ich denke mal, morgen oder spätestens übermorgen müssten die Bäume, die wir gepflanzt haben, auch groß genug sein. Den können wir die alle einmal abhacken und durch neue ersetzen. Wir haben ja schon wieder 10. Dich buddel ich auch mal aus. Denn Stöcker braucht man auch immer wieder für die ganzen Werkzeuge. So, alles mit. Wie viel Holz haben wir jetzt? 15. Wir brauchten pro Brett 6 Stück. Ja. Wir brauchten 4 Bretter, also brauchen wir 24 Holz. Okay. Und ich habe bisher noch keine Kaninchen gejagt. Das sollte ich auch unbedingt gleich machen. Auf keinen Fall vergessen. Denn verhungern ist nicht toll. Ah, Karotten können wir auch mitnehmen. So, die Schmetterlinge. Da habe ich, glaube ich, noch gar... Ah, Kaninchen. Bei den Schmetterlingen habe ich, glaube ich, bisher noch gar nichts gefunden, wie man die fangen kann. Also kein Werkzeug. Hammer. Käfernetz. Oh doch, das könnte für Schmetterlinge sein. Komm schon, lauf in eine andere Richtung, du doofes Kaninchen. Ticken weiter noch. Na komm, das reicht. Nee, reicht es nicht. Man sollte nicht ungeduldig sein beim Kaninchenjagen. Aber das will uns jetzt eindeutig verarschen. Komm schon, geh weg. Irgendwann, wenn wir am Verhungern sind und es gibt nur ein Kaninchen und ein Loch, wird sich das Kaninchen nicht von dem Loch wegbewegen. Ich sehe es jetzt schon kommen und daran werden wir sterben. So, du kommst mit. Du gehörst zu dem Bau da, hoffe ich mal. Jo. Und du gehörst zu dem da. Zack, wieder 3 Fleisch. Alles gut. Noch 3 Beeren extra. Ah, da ist schon wieder so ein... Nee. Du klaust mir nicht meine Beeren, du doofes Truthahn-Dingens. Zack, zack, zack. Noch mehr Essen. Ja, so viel also zu dem Essensproblem.
Oh, und du bist inzwischen weit genug weg. Dann nehmen wir dich doch auch mal mit. So, sehr schön. Oh, da ist noch eins. So, bleib mal stehen. Angriff. Zack. Und da muss ich kurz die Kamera drehen. Auch wenn ich das irgendwie echt nicht gerne mache. Echt komisch, aber ist halt so. Immer schön alles genauso, wie es vorher war, damit man sich besser orientieren kann. ah, ich wollte gerade sagen, wo war nochmal das Lager? Und hier sind jede Menge Kaninchen mitten in meinem Lager. Und das Essen ist weg. Aha. Aha. Erwischt. Also die Karotte ist weg, die rohe Karotte. Die gekochte Karotte ist auch weg. Und ich habe noch irgendwas hingelegt. Ich glaube, die gekochten Beeren haben sie auch gegessen. Ah ja, so viel dazu. Oh, was ich zwischendurch auch probiert hatte, war, die Kaninchenlöcher einfach alle auszubuddeln, dass nur noch ein, zwei da sind und alle Kaninchen zu dem ein Loch laufen. Dem ist aber leider nicht so. Wenn ein Kaninchen sein Loch verliert, dann läuft es einfach nur noch weg. Immer weiter weg und man kriegt es nie. Das sollte man also lassen. So, wir schmeißen mal 10 Stroh da rein. So, was Holz brauchen wir und wo kommt ihr denn her? Sind die gerade nachgewachsen oder sind die wirklich gespawnt, diese Grasbüschel-Spawner? Wie nennt man das? Die Graswurzeln da unten. Hm. Komisch, komisch. Na gut, erstmal kochen wir unser ganzes Essen. Nein, ich... Ich sollte mehr darauf achten, wo ich hinklicke. Jetzt hat er einmal rohes Fleisch gegessen. So, Beeren auch. Und ich habe mich schon wieder verklickt. Karotten auch. So, 52. Yam, yam. Yam, yam. 79. 95, das soll doch erstmal reichen. Zumal wir da auch noch 3 haben. Ja, das läuft echt super. Und der erste Baum ist hochgewachsen. Sehr schön. Chop, 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 chop. Boah, dauert das lange. So, was haben wir da? Eins, nein, nein, nein. 2, 3 und 2 Pike Cones. Also ja, auf der höchsten Stufe des Baumes, wenn das denn eben gerade die höchste Stufe war, gibt es jedes Mal 3 Holz und 2 Pine Cones. Und ein Holz noch, wenn man den Stumpen ausbuddelt, was wir auch machen sollten. Denn wir wollen hier ja die neuen aufpflanzen. So, wieder 2-mal zurückdrehen. Und ich baue rechts nochmal die neuen Bäume an. Zu wissen, links die sind bald groß und die hier brauchen noch ein bisschen. Also ja, Holz dürfte echt kein Problem werden. Da aus jedem Baum 2 Tannenzapfen kommen. So, da. So. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen die Holzbretter. 1, 2, 3. Und es fehlen 2 Holz für die Kiste. Das ist doch doof. 82. Na gut, dann essen wir nochmal den Drumstick. Oh, der bringt nur 8. Hm. Okay. Die Saplings, wollen wir die auch hier anpflanzen? Die dürften eigentlich nicht wachsen, aber dann sind sie wenigstens schon in der Nähe des Lagers und ich vergesse die nicht. So, die 3 dahin. Und wir haben unseren Bart. Ah ja, ich habe inzwischen rausgefunden, wofür der Bart da ist. Und zwar gibt es einen Gegenstand bei den Werkzeugen. Da, ein Razor. Den habe ich leider noch nicht erforscht. Damit können wir uns den Bart abrasieren. Und ich denke mal, das gibt denn einen Bartgegenstand, mit dem man irgendwas machen kann. Ja, das könnten wir vielleicht auch mal erforschen. Aber erstmal jeden Tag kann ich ihn jagen. Du gehörst zu dem Loch? Nein. Du gehörst zu dem Loch? Jo. Du zu dem da. Jo. Dann einmal darum.
So. Das waren die drei für heute. Was wollen wir jetzt? Jetzt wollen wir Holz für die Kiste. Und ein paar Grasbüschel ausgraben für die Forschungspunkte. So, Schaufel. So. Was jetzt richtig ulkig wäre, wäre, wenn ich zwei Kisten baue und sie nebeneinander stelle, dass sie größer wird. Aber ich denke mal, so weit gehen die nicht mit den Anspielungen. Wäre trotzdem lustig. So. Das Holz haben wir schon, aber wir könnten noch ein bisschen Holz auf Reserve brauchen für die Nacht. Also nehmen wir die beiden Bäume hier auch noch mit. Chop, 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 chop. Sieht irgendwie echt ulkig aus mit dem Hut. Und dieser zusammengeschusterten Holzrüstung. Mal gucken, ob es später noch andere Rüstungen gibt. Also irgendwelche Metallrüstungen. Nur haben wir dafür noch kein Metall gefunden. Oh, Axt kaputt. Neue Axt. Wir haben noch genug Flint. 12 Stück. Und wir haben auch noch genug Stöckchen. Aber nach und nach wird uns das Flint ausgenommen. Wir werden zwangsweise auf die andere Insel müssen. So, chop, chop, chop. So, Grasbüschel, Grasbüschel. Oh, und die können wir auch mitnehmen. Dafür haben wir aber keinen Platz. Schade. Na gut, dann wieder Schaufel und Grasbüschel. Was erforschen wir denn als nächstes? Den Razor, also den Rasierer. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sinnvoll ist. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Vielleicht sollten wir lieber irgendwas erforschen, was man auch direkt gebrauchen könnte. Sollten wir uns gleich in der nächsten Nacht mal angucken, was es da so gibt. Aber jetzt erstmal schön das Tageslicht ausnutzen. Die Beeren können wir wieder nicht mitnehmen. Also ja, definitiv bei den Forschungssachen nach einem Rucksack gucken. So, haben wir Platz für Samen? Ja. Oh, die Schaufel ist kaputt. Schon haben wir noch 10 Flint. Also 5-mal können wir noch irgendwelche Werkzeuge herstellen. Und damit ist das Deck voll. Na gut, dann ab nach Hause. Ein wenig Sachen abladen. Wir wollen ganz schnell die Kiste bauen. Die war hier. Die Kiste kommt neben dem Forschungsdingens hin. So, da packen wir rein. Die Blüten, die brauchen wir nur, wenn wir Lebenspunkte verlieren, was noch hoffentlich eine Weile dauern wird. Da kommen rein die Samen. Die Tannenzapfen. Ein kleiner Notvorrat an Essen. Ganz kleiner Notvorrat an Flint, um ein Werkzeug zu bauen. Und ein wenig Holz. So, das ist jetzt meine Notfalltruhe. Die Flint stapeln wieder zusammen. Und die restlichen Sonnenstrahlen nutzen wir jetzt aus, um noch ein, zwei Kaninchen zu jagen. Du gehörst zu dem Loch? Nee. Aber so kriegen wir dich auch. Du zu dem? Nein. Dann bleibt jetzt aber nur noch der zu dem. Das war ein wenig wie Memory spielen. Na gut. So, das Gras verfeuern wir gleich. Oder können wir das noch für irgendwas anderes benutzen? Bisher haben wir nur Tierfallen, Fackeln, Lagerfeuer, Strohhüte und Brennmaterial, was wir aus Gras machen können. Was ja auch schon eine Menge ist. Aber Fallen, brauchen wir jetzt noch nicht. Später sind die echt praktisch bei den Spinnen. Aber wir können die nicht stapeln, also sollten wir die erst bauen, wenn wir auch in einem Gebiet sind, wo wir sie brauchen. Das heißt, dich nehmen wir noch mit. Dann verfeuern wir gleich die 5 Holz. 2, 3, 4, 5. Wir kochen schnell unser Essen. Und Essen ist diesmal hoffentlich nicht roh. Ja, schaut gut aus. So, wir sind diesmal bei 36. Aber die richtige Nacht hat auch nicht angebrochen.
Also 1, 2, 3,